Herzlich willkommen zum neuen Video von Naturparzelle 15. Und heute schauen wir uns mal genauer an, was man so vielleicht auf den ersten Blick nicht entdeckt, wenn man so einfach einmal rumschaut. Wir machen auch an den verschiedenen Stellen ein paar Sachen miteinander und es gibt auch mal wieder ein Experiment, ein Langzeitexperiment, da schauen wir dann, wie es wird. Im letzten Gartenrundgang haben wir eigentlich das Lungenkraut gezeigt, wie das schon so rausspitzt. Jetzt sieht man tatsächlich schon die gefleckten Blätter, blüht nur nicht. Wahrscheinlich, weil es im Sommer umgepflanzt wurde und dann ziemlich mit dem heißen Sommer zu tun gehabt hat. Wenn unsere Totholzhecke steht, dann kommt es auch in Schatten. Ja, vielleicht blüht es noch. Ich würde mich freuen, weil es eines meiner Lieblingsblüten ist. Im letzten Video war der Oregano noch mega mickrig. Der ist jetzt explodiert und jetzt ist auch eine Zeit, die abgestorbenen Stängel abzumachen, damit der richtig viel Platz hat. Die Insekten, die meisten, sind jetzt schon raus. Es hat jetzt schon wirklich mehrere Tage hintereinander konstante 15 Grad oder wärmer. Und da braucht man jetzt keine Bedenken mehr haben, dass man die Insekten, die man da schön gefördert hat, dann in Müll wirft. Letztes Jahr war ich nur der Meinung, dass das ein Märzenbecher ist, weil ich Märzenbecher eigentlich total gern mag. Da habe ich mich gewundert, dass der irgendwie nicht recht zum Blühen anfängt. Jetzt weiß ich allerdings, dass das die Sommerknotenblume ist, die tatsächlich ungefähr einen Monat später blüht und von den Blüten her genauso, fast genauso ausschaut, aber nicht einheimisch ist. So, jetzt stehen wir wieder vor so einem Problem. Ist von der Vorgängerin, schaut hübsch aus, nicht einheimisch und ist die Frage, lassen wir es drin, ersetzen wir es durch Märzenbecher, mal schauen. Aber erstmal bleibt es hier, weil das die Baumscheibe ist, die ist sowieso frei und die ziehen jetzt dann wieder ein und schaden dem Baum im Sommer nicht. Hier auf der Kräuterschnecke ist jetzt auch einiges los. Die Schlüsselblume fängt zum Blühen, oder freue ich mich sehr drauf. Der Schnittlauch fängt an, der Löwenzahn sowieso, der muss vielleicht raus. Und auch hier ist jetzt Zeit, das Bergbohnenkraut dann von den alten Blütenständen zu befreien, dass es ein bisschen mehr Luft kriegt. Und ob wir da die Hyazinthen und die Tulpen aus dem Beet entfernen, das ist wieder so eine Frage, weil die habe ich letztes Jahr versucht auszubuddeln und es war unmöglich. Ich vermute, die liegen unter diesem Beet im Boden drin. Man muss es also damit leben, dass in der Kräuterschnecke eine Hyazinthe ist. In unserem kleinen Mini-Gewächshaus schaut es schon recht gut aus. Wir haben keinen Ausfall, also anscheinend keine Schnecke drin, bis auf hier ein Blatt. Da kann es aber sein, dass es auch schon vorher schon war. Ansonsten bin ich ziemlich zufrieden. Die Erde ist hier eher zu trocken als zu feucht, weil wir ja nicht jeden Tag da sind zum Aufmachen und Zumachen. Das ist so ein bisschen ein Glücksspiel wegen Schimmelbildung. Wenn es zu warm wird längere Zeit, dann müssen wir da einfach komplett offen lassen. Selbst dann heizt sich das ja hier in diesem geschützten Raum ein bisschen schneller auf die Erde als draußen. Der Rosenkohl, mega schön, oder? Die ersten Blüten sind schon offen. Da ist auch immer was los, wenn jetzt das hier alles aufgeht. Und hast du gewusst, dass man die essen kann? Das schmeckt wie Brokkoli. Du kannst sie einfach nehmen und die sind ganz zart und kannst sogar roh essen. Hier ist aber was Neues entstanden, und zwar ein Ranggerüst für die Erbsen, die hier schon aus dem Boden schauen. Abor sind anscheinend nicht Aufgänger oder Nachzügler, da werde ich nochmal nachstecken. Aber nochmal vielen Dank an den Jan, der uns hier mit diesem kleinen Ranggerüst unterstützt. In der Erde vor mir, da ist die Kartoffel Annabelle im Boden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass die schon kommt. Noch nicht überreu, ist vielleicht auch ganz gut so, es sind ja noch ein paar kalte Nächte ab und zu mit dabei. Und was ich jetzt vorhabe, ist, die nicht anzuhäufeln, sondern zu mulchen. Ich habe die ganzen Blüten von der Magnolie gesammelt, schon auf den Beeten verteilt, damit sie auch trocknet und nicht gammelt. Und dann werde ich die Kartoffeln mit verschiedensten Pflanzenmaterialien mulchen, einfach mal um zu probieren, wie gut ist der Ertrag. Die sind ja auch in der Erde drin, aber durch das Anhäufeln bilden sich immer noch kleine Kartoffeln oben drüber
Und das wäre natürlich spannend, ob ich mit dem Mulchen genauso guten Erfolg habe wie durchs Anhäufeln, weil ich dann einfach beim Ernten schneller alles zur Seite schieben kann und ich auch Zeitersparnis habe und gleichzeitig durch den Mulch die Feuchtigkeit in der Erde nur drin halten kann und auch das ganze Pflanzenmaterial, das wächst, gleich an Ort und Stelle wieder sozusagen verkompostieren kann. Also eigentlich, wenn es klappt, Win, Win und Win. Heute ist soweit und wir nehmen mal den Lauch mit. Vielleicht erstmal nur zwei Stangen, weil der wird immer schnell schwäch, wie man bei uns sagt. Also ja, lass dann die Blätter hängen. Die verwende ich nämlich ganz gerne in der Küche mit. Manche lassen das ja dann im Garten. Ich nehme die aber gerne mit. Und dann schauen wir mal, wann wir die anderen essen. Wir sind jetzt so die Lauchfans, gell, Albrecht? Vielen lieben Dank für eure Tipps bezüglich dem, ich vermute, Zwergbirnbaum. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Quitte zu reduzieren. Es gibt nämlich einen Trieb, der relativ schwach wächst. Und der ist so ungefähr auf der Saftwaage. Der soll jetzt erstmal bleiben. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn der jetzt auch mega hoch schießt, dann muss man nochmal umdisponieren. Aber dieses Jahr schaut die Birne viel besser aus als letztes Jahr. Da hat die auch viel weniger Blüten gehabt. Und deswegen bin ich jetzt erstmal noch positiv gestimmt, dass das nochmal was wird mit der. Heute ist soweit und wir können schon die erste Ernte mit heimnehmen. Und ich finde, man sieht ganz gut den Unterschied zwischen der Seite, wo der Tunnel drauf war. Das war so ein Folientunnel. Und da, wo kein Tunnel war. Das heißt, dadurch habe ich jetzt schon eindeutig eine kleine versetzte Ernte. Gerade beim Kohlrabi sieht man den Unterschied ganz gut. Wir nehmen jetzt halt ein paar Radiesel mit, dann was vom Stielmus da hinten, die Kresse ist schon längst fertig und ein paar Blätter vom Pflücksalat und vielleicht Spinat, so ein paar Blätter ging ja schon. Im Frühjahr geht es ja immer so schnell, wie die ganzen Bäume, die Büsche anfangen zum Blühen. Und hier hat echt unsere neu gepflanzte Johannisbeere schon ihre ersten kleinen Bärlis. Da freue ich mich drauf. Johannisbeere ist mit eins der leckersten Sachen, finde ich, die man so selber anbauen kann. Nicht ganz so einfach wie Johannisbeeren sind Heidelbeeren. Heidelbeeren wollen eher saure Erde. Die standen schon da, denen gefällt es da richtig gut. Das ist ja eher so ein bisschen ein halbschattiger Standort. Und wir haben zwei verschiedene Sorten, die zu verschiedener Zeit blühen und reif werden. Und hier geht es gerade voll ab. Hier freuen sich die Bienchen und die Hummeln gerade. Und der Albrecht macht sehr gern Sauerteig. Und ich habe gelesen, dass dieser Sauerteig, wenn man den mit Wasser mischt, super gut ist für die Heidelbeeren. Und das werden wir jetzt mal machen. Erinnert ihr euch an das letzte Video mit der Wurmvase? Die werde ich jetzt einmal befüllen. Deckel auf. Da ist echt richtig feucht drin. Richtig gut. Und da kommen jetzt nur so Sachen rein wie frische Bioabfälle. Da werde ich jetzt schauen, dass ich nicht unbedingt die Orangenschalen rein tue, weil das wahrscheinlich etwas zu lang dauert. Und ja, ab und zu kann man da auch wieder Laub mit rein tun oder so ein bisschen so Zellulose, so Papier, wenn du irgendwas hast. Und dann quasi wie beim Kompost immer wieder Grünes und Braunes rein. Und das neueste Experiment wird sein, Kaffeesatz zum Mulchen zu benutzen. Das werde ich jetzt quasi an einer Stelle ausprobieren, wo ich nur mit Kaffeesatz mulche, um einfach zu schauen, wie verhält sich das, vermischt sich das zu sehr mit der Erde oder mickern die Pflanzen da wegen rum. Also bleibt dabei, wenn euch das interessiert, einfach den Abo-Button drücken, ist kostenlos. Ein Experiment gibt es noch. Und zwar ist es das Steckzwiebel-Experiment vom Jonas von Natürlich Sorn. Und da haben wir jetzt einmal verschiedene
Sorten und andererseits verschiedene Arten, die vorzuziehen. Manche sind direkt in die Erde gesteckt. Da bin ich schon richtig zufrieden. Die schauen schon eigentlich alle raus. Und die, die ich vorzogen habe, die sind natürlich monstermäßig gewachsen. Da werden wir jetzt dann den Vergleich haben in den nächsten Monaten, ob sich da auch so ein Vorsprung etabliert oder ob sich das eigentlich gar nicht lohnt, die in die Erde zu stecken. Aber es war halt noch zu kalt und die haben schon austrieben. Das war quasi so eine kleine Notlösung. Ich verabschiede mich halt beim Salmonsiegel und möchte euch den gern vorstellen, weil ich finde, der ist relativ unbekannt, aber doch sehr, sehr hübsch. Er macht jetzt gerade seine Blütchen auf. Die Blüten sind so ungefähr wie Beinwellen von der Art her. Der ist einheimisch und blüht zwar jetzt, zieht aber dann ein, hat so Wurzelstückchen und Rhizome. Und da war ich nämlich im Herbst schon sehr skeptisch, ob er das überlebt, weil wir hier ein bisschen wegen der Wühlmaus zu tun gehabt haben. Aber die Wühlmaus hat den anscheinend verschont oder schmeckt er nicht. Und deswegen haben wir jetzt hier an mehreren Stellen Salmonsiegel, weil ich den wohl verteilt habe aus Versehen, diese Wurzelstückchen, diese knolligen Rhizome. Der ist von der Beschreibung her ganz interessant. Musst du mal lesen, sonnig, halbschattig, dann doch ein bisschen feucht und dann wäre doch eigentlich trocken besser. Also der vertragt anscheinend alles. Bei uns steht es in der vollen Sonne im lehmigen Boden. Ja, ich hoffe, du kannst ein bisschen was vielleicht für dich daraus nehmen, vielleicht ein Experiment mit mir mitmachen. Vielleicht mit dem Kaffeesatz oder dem Sauerteig an der Heidelbeere. Wenn du das schon kennst, dann lass gerne in den Kommentaren deine Erfahrungen dazu da, weil immer ein Austausch bleiben hilft uns voneinander zu lernen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.